herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Real Farming LS19 meets Reality. So, ich probiere gerade nochmal den Baum hier, aber ich krieg den nicht. Ich krieg den nicht geerntet. Ich krieg den nicht abgesägt hier. Weiß nicht warum. So, ich mache mich hier an die letzten Baumstümpfe vom Sepp Hans. Und dann werde ich mal die Rechnung kassieren. Der Bauhof hat auch noch ein Anliegen gehabt, dass ich bei dem irgendwie Bäume fäll. Das hört sich schon mal gut an. So. Der Steier hat nicht so viel Power, wie ich eigentlich gedacht hätte. Müssen wir uns vielleicht in Zukunft noch einen größeren Trecker anschaffen. So. Ah, vielleicht braucht die Stubenfräse zu viel Leistung. Das könnte sein. Servus, Jürgen. Ach, ich bin auf dem Weg jetzt ein Auto abholen, ne? Soll ich dir das irgendwo hochbringen oder zum Hof? Nee, kannst du mir wirklich an den Hof stellen, weil ich bin ja beim Sepp Hans mit meinem Steier unterwegs. Ja. Ups. Okay, genau. Sollen wir gerade das Telefongespräch anhalten, also so beibehalten? Ja, wir könnten ja, ein bisschen wir machen. Plaudern, weil ich habe nichts zu tun. Ja. Wir können ja mal auf den CB-Funk wechseln. Dann ist die Telefonleitung auf jeden Fall frei. So, ich mach dem hier gerade noch ein paar Bäume weg. Der hat mir Freihaus einfach 100 pro Baumstumpf angeboten, dass er mir das zahlt. Krass. Was hältst du denn hier vom Stromberger? Ja, der scheint schon relativ kompetent zu sein. Ja, manchmal. Warte mal, der Hofer, der nervt mich hier gerade mit der Taschenlampe. Ja. Hofer, wo bist du? Komm her, was los? Hallo. Ja. Ja, wie geht's denn deinem Traktor? Ja, den muss ich noch bewerten lassen. Gutachten kommt noch. Ah, jetzt bin ich falsch gefahren. Ja, was ist denn jetzt rausgekommen mit dem Auto? Das musst du die Polizei fragen und nicht mich. Ja, aber du bist ja dabei gewesen. Nee, du hast eine Falschaussage gemacht und darum geht's. Aber es kann auch mal ein Fehler passieren. Ja. Ja, aber das war ja nicht aus Versehen. Der Polizist ist noch? Nein, der Hofer hat ja extra gesagt, dass er weiß, dass es sein Auto war. Das habe ich jetzt nachher gewusst. Naja. Relativ. Ist mir ganz egal, Hofer. Dreht man nicht mehr unter die Augen und dann ist alles gut. Tschüss. Aber wir sind doch ein Dorf, da muss man doch schopfen. Herr Varona? Ich höre sie nicht. Hab Kopfhörer auf. Dann muss ich machen. Herr Varona? Ja. Aber wir sind doch so ein nettes Dorf und da muss man ja geschafft. Also so. Das solltet ihr euch nächstes Mal anders überlegen, dann läuft's vielleicht wieder. Jetzt ist erstmal Sendepause. Tschüss. Keine Lust. Moment! So, Feierabend. Den brauche ich nicht mehr hören hier. Ich halte mich hier von der Arbeit ab. Ich werde mit dem Bürgermeister klären, dass die mir hier noch Schadensersatz zahlen. Locker eine Stunde vergeudet hier durch die Ampelmänner. So, ich gehe mal gerade zum Sepp.
Oh, nee, Moment. Ich muss wieder einsteigen. Servus. Was geht denn da ab? Ey, ich hab keine Ahnung. Behauptet er plötzlich, er hätte sich nur vertan. Womit denn? Was ist denn hier? Dass er das Auto vertauscht hätte. Wie? Der hat doch eben noch zu mir, stand da daneben und hat gesagt, dass der den Polizisten ein bisschen veräppelt hätte. Ja, das sag mal dem Polizisten. Dass der weiß, dass die absichtlich hier das alles gemacht haben. Das hat er eben zu mir auf jeden Fall gesagt. Der Hofer. Weiß nicht, was der sich denkt. Der Polizist. Steuergelder umsonst ausgeben. Ja. Der Polizist fährt meine Absperrung kaputt. Hat sich zwar entschuldigt, was ich auch gut finde. Ja, auf dem Einsatz. Hat das Martinshorn angehabt. Ja, aber auf ein ganz kurzes Stück kaputt fahren, der hätte nicht da reinfahren sollen. Weißt du? Da war kein Grund. Die Straße war frei. Aber ist ja auch egal, hat sich entschuldigt. Bezahlt es auch. Von daher passt es ja. Ja. Was geht bei dir so ab? Ich mache jetzt gerade die letzten Baumstümpfe, dann sage ich mir Sepp mal, was ich krieg. Ja, dann muss sagen, ich unten. Die Biobelz-Stufenfräse, die ist schon recht gut. Ja, ups. Die ist sehr, sehr gut. Händler ist nicht mehr da, ne? Der hat schon zu, ne, heute. Ja, der musste auf Fortbildung. Genau. Dann hat er mir Gitarre irgendwann mal gesagt. Über eine Kneipe waren freizeitmäßig. Hat er mir gesagt, meine ich. Ich stehe jetzt. Moment, ich muss mal gerade. Okay. Muss immer kurz mal rausspringen und gucken, ob ich den Baumstümpfe aber der Hofer und der also der Ludwig und der Harry, die sind ja schon ein bisschen komisch, ne? Ja, die sind so ein bisschen seltsam. Nennen wir es mal so. Also, die sind ja immer in einem Channel unterwegs. Also, die telefonieren ja 24/7, ne? Ja. Ja, wenn ich mit Harry Hofer rede, dann hat so ein Headset am Ohr. Da ist der Ludwig immer dabei. Du hörst ihn auch wirklich. Ein wichtig Tour, ne? Ja, der redet dann auch mit dir. So. Also, ganz komisch irgendwie. Gut. Ich muss mal gerade raus. Ich muss mal gerade mit dem Sepp Preisverhandlung machen. Jo, passt. Gut, bis dann. Ciao. Ciao. Sepp! Ja. So, ich hab mal wieder was. Also den hier kriege ich nicht weg, ich weiß auch nicht warum. Der Stamm, der ist zu hoch, den kriege ich nicht abgesägt. Okay. Aber Rona? Ich bin im Gespräch, können Sie sich bitte hinten anstellen? Wir ziehen nach Innsbruck zurück. Südtirol besser. Weil so eine Laune. Herr Sepp. Haben wir. So, Wiedersehen. Sepp. Tschüss. Ich bis zum nächsten Mal. Ich habe jetzt ungefähr 40 Baumstümpfe gehabt. Okay. Plus minus, keine Ahnung. Ja. Also was hier bei deinem Hof los ist, weiß auch nicht, wo das herkommt. So. Ich glaube, das reicht. Ja, super, vielen Dank. Gut, also dann, ich komme vielleicht die Tage nochmal vorbei und dann schauen wir mal. Ja. Gut. Ciao. Ja. Sepp? Ja. Ah, moin, Sepp. Du. Ja. Hast du noch da oben Bäume zu fällen? Na, aber zum Verlorenen. Was ist denn der? Zum Verladen. Ich hab keinen verloren. Kein Aufgang. Soll ich dann verladen? Also geht mir wirklich manches. Sorry, warte. Falscher Channel. Also so ein bisschen Kindergarten hier. Und wenn das bei den zwei wirklich weitergeht, und ich werde nicht mehr lange warten, das ist die Folge noch, und wenn das weitergeht bei den zwei, dann sind die raus. Da ist bei mir Schicht im Schacht. Die haben eine gewisse Grenze jetzt gerade erreicht.
Die müssen mal wieder zurückfinden zur Realität und wenn sie das nicht tun, dann sind sie einfach fehl am Platz. Und da geht es im ganz Klaren geht's um den Harry Hofer und um den Ludwig Schmidt. Dann werden die Berechtigung entzogen und fertig. Die sprengen gerade einfach den Rahmen. So. Ich musste gerade mal ein bisschen Frust ablassen. Tut mir leid, Leute. Hallo Jürgen. Tag Volker. Hast du das Auto schon unten? Ja, Auto steht schon unten. Alter. Der Ludwig Schmitz, jetzt ruft, hat der eben mich angerufen und hat direkt wieder aufgelegt. Also. Ja, bei mir auch die ganze Zeit. Also so wird es nicht weitergehen, ganz einfach. Weil. Ich sag's auch nochmal bei dir im Off-RP einfach jetzt im Moment, was die zwei gerade abziehen, das geht nicht. Das sprengt den Rahmen und es ist auch nicht mehr, hat nichts mehr mit RP zu tun. Das hat einfach nur was mit Kindergarten zu tun. Und diese Ausmaße soll es nicht annehmen. Die haben gerade von mir beide eine Ermahnung gekriegt und wenn sie sich daran nicht halten, sind sie nächstes Mal raus. So. Jo. Dann können wir jetzt wieder ins RP einsteigen. Ja, gut. Alter, das sieht man gar nicht. So. Warte mal, du hattest gesagt, dein. Oh, der Polizist. Warte mal, den hole ich mir gerade mal ran. Kann mal fragen, was jetzt rausgekommen ist. Moment, ich lass dich mal dran. Jo. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Kommt der? Ah ja. Servus, Herr Stromberger. Ja, guten Tag. Sie sind doch hier einer, der sich hier mal auskennt. Wissen Sie zufällig, wann das nächste Mal irgendwie der Bürgermeister und anderer Stadtmitarbeiter da ist? Ich muss mal gerade in meinen Kalender gucken. Der Bürgermeister ist nächstes Mal morgen dann wieder da. Beziehungsweise am Montag. Okay. Ja. Wissen Sie, ob der irgendwie einen Stellvertreter hat? Nee. So ein Bürgermeister-Vize? Nee, gibt's leider nicht. Müsste man mal beantragen. Ja, können Sie sich ja noch bewerben. nur so zur Info, der Jürgen hört mit, der Razex. Den habe ich gerade am Telefon gehabt. Volker, sag dem mal, der kann sich je nachdem, was ist, auch an mich wenden, ne? Ich bin ja Stadt. Genau, stimmt. Ich kann sie gerade mal weiterreichen an den Jürgen. Ja, guten Tag. Bitte. Mit wem rede ich da? Ah ja, Herr Varuna ja schon gerade gesagt. Stromberger? Ja? Ja, was haben Sie denn für ein Anliegen? Ist eigentlich eher verwaltungstechnisch, also Stadtverwaltung. Ja, inwiefern? Wegen einem Gerichtstermin. Gericht? Es geht so schnell wie möglich, nicht dass die irgendwie noch abhauen. Ja. Da muss ich Sie, muss ich Ihnen wirklich sagen, das geht erst Die Schulung vom Bürgermeister, die geht noch eine Stunde, glaube ich. Also der ist erst, wenn, dann frühestens um 18 Uhr heute da. Ja, es ist zu spät. Nee, das muss ich, na, wenn sie bis dahin nochmal Blödsinn machen, dann sind sie weg vom Fenster. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Mhm. Ja. Da müssen wir einfach mal mit dem Bürgermeister reden. Vielleicht Mittwochs oder so, mal gucken. Ja, also wie gesagt, ich denke um 18 Uhr ist er auf jeden Fall da. Ich habe so ein richtiges Jetlag, ich weiß gerade gar nicht mal, welcher Tag heute ist. Wir haben Freitag. Heute ist Freitag, genau. Mein Kalender sagt mir Donnerstag. Nee, Freitag. Ist Freitag. Okay, dann... ist, glaube ich, irgendwie mein System falsch. Ja, das glaube ich auch. Wissen Sie, Sie müssen überlegen, wir haben ja das Wochenende, da wird ja nicht gezählt. Und dann haben wir Montag angefangen und jetzt waren wir jetzt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und jetzt ist Freitag. Verstehen Sie? Stimmt, ja, Jetlags. Ja. Also das heißt, wir können gleich ins Wochenende starten. Ja.
Vielleicht. Geiler an dem Servicewagen ist, der hat halt wirklich eine Rückfahrkamera, Leute. Nice. Aber gut. Wen hat das jetzt interessiert, der Y6? Ja, ist halt noch am Telefon. Das ist halt einfach cool, sowas. Aber ja, Varuna, bewerben Sie sich doch mal hier als Stadtmitarbeiter. Können Sie auch nebenberuflich machen. Oh, das muss ich mir wirklich ganz genau durch den Kopf gehen lassen, sonst gibt es hier zu viele rote Karten. Oh, stimmt. Sie sind ja nicht die Justiz. Vielleicht würde ich mich mal als Stadt. Ja. Bin ich dann zu viel Exekutive? Das wäre nicht gut. Als zweiter Bürgermeister. Eine Exekutive haben wir leider hier im Ort auch nicht. Das sind Sie. Exekutive ist die Ausführende. Ja, ich. Judikative meinte ich natürlich auch. Ja, das ist auch der Bürgermeister. Ja. Und die Legislative war, was war das nochmal? Das habe ich vergessen. Es bleibt nur noch eins über. Ja, aber was ist das legislativ? Gesetzgebende. Ah, genau, da war was. Gut, aber wir sind am Ende angelangt. Von irgendeinem, da muss ja die Regeln auch aufstellen, wenn schon einer sie versucht zu schützen und der andere ausführt und ihm. So gesehen, dann die bin Leute, ich die Legislative. Das, ja, kann man so. Ja, nee, die Legislative ist auch der Bürgermeister. Okay. Wo haben Sie eine Partei? Ja, eigentlich auch. Oh, die müssen wir machen. Wir sind die Öko für Schwatzing. Ah, kann man da beitreten? Da kann man beitreten, aber wir sind noch nicht in der Findung. Gibt es jetzt eigentlich nur einmal die Freien Wähler, da wo der Bürgermeister und ihre Partei hier genau. Als Ortsverband muss man vielleicht auch mal eine andere, noch eine dritte Partei gründen. Ja, könnte man auch. Sonst ist das noch so wie in Amerika. Ja, wenn da die Bürgermeister, nicht Bürgermeister, die Präsidenten. Also die Präsidenten waren entweder ein Republikaner oder ein Demokrat. Ja. Aber wir müssen zum Ende kommen, Herr Stromberger. Ja, okay, dann. Gut. Wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und euch natürlich allen ein schönes Wochenende. Vielen Dank für alle, die dabei waren. Und sorry für die Ausraster zwischendrin, aber die mussten heute mal sein. Und haut rein, macht's gut. Bis Montag. Ciao. Ciao.